Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Kanal. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Wir werden jetzt wieder auf ein Video reagieren. Und zwar auf ein Video über unseren guten alten Freund, Herrn Lauterbach an der Stelle, ja? Lauterbach it in, man. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Let's get it on. Ja, und das ist nicht so einfach, heute hier nach diesen anderen Themen am Anfang so den Übergang zu schaffen. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich habe mich heute aufgeregt über Karl Lauterbach, unseren Gesundheitsminister. Denn Lauterbach will ja jetzt Millionen Deutschen eine vierte Impfung verabreichen. Also allen die... Eine vierte? Gibt es jetzt schon eine vierte oder was? Bei 60, weil er sagt, das hilft super gegen Corona und das würden neueste Studien aus Israel belegen. Aus Israel. Wer kann dem noch widersprechen? Gott sei Dank gibt es das ja alles im Internet und guckt man sich das mal etwas genauer an, dann sieht man, dass diese Studien auch aus Israel sehr scharf kritisiert werden. Weil die sagen, das hilft gar nicht gegen die Corona-Infektion und auch nicht gegen eine Omikron-Infektion, auch nicht bei denen, die über 60 sind. Und die New York Times, ja eine der angesehensten Zeitungen der Welt, hat heute ebenfalls darauf hingewiesen, dass es gerade bei dieser israelischen Studie, die von Karl Lauterbach angebracht wird und hervorgehoben wird, schwere methodische Fehler gibt. Auch das. Krass. Ich habe auch das Gefühl, der Lauterbach versucht hat, alles irgendwie zu nehmen, also nimmt immer nur die Informationen, die weiter Panik machen, weißt du, wie ich meine so? Und alle anderen Informationen, die vielleicht zur Beruhigung anregen könnten, werden von ihm gekonnt ausgeblendet an der Stelle. Nachzulesen. Nun ist ja nicht ungewöhnlich, dass es bei verschiedenen wissenschaftlichen Studien auch verschiedene Meinungen gibt, auch bei Wissenschaftlern. Ungewöhnlich ist es aber, wenn der Minister, der sich um unsere Gesundheit kümmern soll, die Kritik an seinen Thesen gar nicht zulässt, sie auch nicht erwähnt oder wenn überhaupt in Abrede stellt, so wie er es gemacht hat mit einem Wissenschaftler, der hier von Bild zitiert worden ist, wo er gesagt hat, das ist ja so wie der St. Pauli der Wissenschaftler, aber mein Freund Christian Drosten, das ist der FC Bayern. Wahrscheinlich hat er nicht gewusst, dass FC St. Pauli bald aufsteigt in die erste Liga wahrscheinlich und dass dem Verein ganz viele Herzen zugewendet sind. Ich finde, das, was Karl Lauterbach mittlerweile zeigt mit seiner Ausgrenzung von Andersdenkenden, ist eine beispiellose Arroganz. Es ist die Arroganz eines mittlerweile völlig wirr wirkenden Ministers, der im Lichte des eigenen Scheinwerferlichts der TV-Studios immer wieder neue Ideen sucht, um in diesen Talkshows zu bestehen, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Das Schlimme ist aber, Karl Lauterbach ist kein einfacher Wirrkopf, er ist ein Ministerwirrkopf und ich finde, wirre Menschen sollten nicht an der Spitze von Ministerien stehen. Ich finde, wir sollten... Ich glaube, es ist auch viel Ego im Spiel, ne? Viel auch in der Politik ist, glaube ich, oft so, dass wenn man einmal irgendeine Sichtweise vertreten hat, dann will man auch auf Krampf dabei bleiben und sich niemals irgendwie, ja, belehren lassen oder irgendwie, ja, eines Besseren belehren lassen. Fällt denen schwer, glaube ich. Den machtgeilen Habibis und Habibus in dem Bundestag. Gelassenheit haben, vor allen Dingen deshalb, weil diese... Kann ich nicht, tut mir leid, bei dem Thema geht das bei mir überhaupt. Ja, ich merke das, aber diese Regierung hat einen großen Schritt gemacht, in dem das Infektionsschutzgesetz novelliert wurde, in dem wir jetzt zurückfinden zur Norm. Sebastian Schacher, FDP, FDP-Politiker. Okay. In dem jetzt ab dem 1. 2. April auch die Übergangsfristen, die gesetzt wurden, auslaufen und wir damit tatsächlich wieder die Normalität Stück für Stück in Verantwortung zurückbekommen. Und ja, deshalb, dann sagen Sie doch, das gestehe ich Ihnen auch zu, das ist die FDP, da kann man sagen, bravo, die das vorangetrieben hat, das können Sie sich mit Ihrer Partei auf die Fahne schreiben, aber das hat doch nichts zu tun mit dem verantwortlichen Wirken von Herrn Lauterbach, der die Impfpflicht für uns alle noch immer durchsetzen will. Also, ich sage, true. Wer Normalität will, der sollte sich besser impfen. Und das kann jeder für sich selbst entscheiden. Auch das ist im Übrigen Ergebnis der politischen Debatte im Deutschen Bundestag, dass wir keine Impfpflicht im Augenblick hier haben. Ja, Sie müssen gar nicht so zurückhaltend sein, das ist daher, ja Ihr Verdienst. Und ja, ich will ja nur sagen, jetzt immer auf dem Bundesgesundheitsminister rumzuprügeln, kann man machen.
Ich sage nur, wir sollten uns lieber mit der Frage auseinandersetzen, wie bereiten wir uns auf den Herbst vor? Dazu will ich Beiträge hören. Und wenn... Da ist es schon wieder gefallen, meine lieben Freunde. Also können wir uns jetzt schon mal darauf einstellen, dass im Herbst wieder losgeht. Geil. Vierte Impfung. Ich muss hier einmal kurz nachhaken. Wenn eine vierte Impfung. Herr Lauterbach für einen Gesundheitsminister, der kompetent ist, der das Beste für dieses Land will. Und Sie würden sagen, gut, dass Herr Lauterbach Gesundheitsminister ist. Ich glaube, dass wir in sich eine gute Regierung haben, die dieser wir Stelle... Wir bleiben bei Herrn Lauterbach. Wie ist Ihre Meinung? Ganz zu Herrn Lauterbach. Wir reden nicht über die FDP, wir reden nicht über die Regierung, nur Herr Lauterbach. Mich stört der Alarmismus von Herrn Lauterbach. Mhm. Der stört mich. Aber hast du jetzt gerade selber auch gemacht mit diesem, mich interessiert eher, wie wir uns auf den Herbst vorbereiten, ist doch schon wieder Alarmismus, meiner Meinung nach. Die Frage, ob wir jetzt eine vierte Impfung brauchen, die einen selbst schützt und welchen Beitrag die leisten kann, die müssen wir doch offen diskutieren, gerade wenn wir mal in diesem Land vor der Welle sein wollen und nicht hinter der Welle. Und da muss man natürlich auch andere Studien zulassen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist ein Punkt, wo ich Ihnen recht gebe. Ich glaube, aber dennoch sollten wir jetzt mal anerkennen, dass wir den Weg in die Normalität zurückfinden und zumindest für 1, 2, 3, 4 Monate weniger Alarmismus machen. Aber dennoch, Herr Czajer, muss ich als Bürger sagen, genau wie Nene es gesagt hat, man verliert ja trotzdem das Vertrauen in die Regierung, vor allem auch das Vertrauen dann in... Valentina Mascheri, Bild-Sportmoderatorin. Aha. Lauterbach, wenn jede Woche etwas Neues gesagt wird, wenn nie eine gewisse Konsequenz auch da ist, in dem, was gesagt wird, in dem, was gefordert wird, in dem, was empfohlen wird, dann verliert man das Vertrauen und dann fragt man sich schon, okay, was kann man jetzt glauben, was kann man nicht glauben und was ist richtig und was... Also ich sage immer so als Grundsatz, scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Das ist so der Grundsatz, den ich gerne auch verbreiten würde an der Stelle. Richtig. Nein, Spaß beiseite, ist wirklich so. Also ich glaube, das haben auch immer mehr Leute verstanden, gerade in den letzten 2 Jahren. Könnt ihr jetzt einfach sagen, hören Sie ihm nicht mehr zu und warten auf die Beschlüsse der... Das nehmen wir mit heute. Warten Sie auf die Beschlüsse der Regierung, die abgewogen aus Stimmen der SPD, der Grünen und der FDP abgestimmt einen Lösungsvorschlag machen. In Ordnung, Herr Czajer, Sie sind auf jeden Fall jetzt schon mal der Diplomat der Runde, den Titel verleihe ich Ihnen jetzt, aber jetzt kommen wir doch mal zu Herrn Bosbach und schauen mal, ob Herr Bosbach auch so diplomatisch... Der kommt mir bekannt vor, der Herr Bosbach. Lauterbach. CDU, glaube ich, war? Nein, kann ich nicht sein. Es tut mir schon fast leid, dass ich das sagen muss. Ich kann ihn mittlerweile auch nicht mehr ernst... Ja, Urgestein sogar. Er ist ja einige Monate gut über die Runden gekommen mit dem Standardvokabular, neueste Studien aus Harvard, exzellente Fachleute, kenne ich alle persönlich. Und er hat den Eindruck einer überragenden Kompetenz vermittelt. Und da waren ja viele froh, endlich einer, der nicht nur Gesundheitspolitik macht, sondern der auch Mediziner ist und der richtig Ahnung vom Thema hat. Klammer auf, im Gegensatz zum damaligen Amtsinhaber Jens Spahn, Klammer zu. Das hat mein Onkel damals auch gesagt. Wir hatten auch die Diskussion und der war auch so davon überzeugt, ja, Lauterbach, wenigstens Experte etc. Dann gab es für mich ein wirkliches Erlebnis, nämlich Karl Lauterbach bekam im ZDF-Morgenmagazin, habe ich im Leben nicht mit gerechnet, ein paar kritische Fragen gestellt, nämlich ob er nicht zu oft Alarmismus verbreiten würde. Daraufhin Lauterbach, das war so vor 2, 3 Monaten. Langsam verstehen es auch die Medien, ne? Nee, das ist die Kampagne der Bild. 2 Jahre zu spät, aber passt schon. Daraufhin habe ich mir mein Tablet geschnappt und habe nur 2 Wörter reingetippt. Lauterbach warnt. Und dann ploppte es an allen. Ich habe ja fast einen Kabelbrand bekommen im Tablet. Es gibt 50, 60 Fälle, vor denen Lauterbach gewarnt hat. Und dann habe ich etwas anderes gemacht. Ich habe mal die Diagnosen und Prognosen von Klaus Stöhr, von Hendrik Streeck daneben gelegt, die waren viel genauer als das, was uns Karl Lauterbach erzählt hat. Man hätte einfach von Anfang an ein vernünftiges Gremium an Menschen kreieren müssen, die wirklich Ahnung von der Materie haben und die nicht nur in irgendwie nach Geld handeln oder in Interesse von irgendwelchen Pharma-Lobbys oder von irgendwelchen Machtthemen oder so, sondern einfach Menschen, die auch das Wohlergehen der Menschen auch mit einbeziehen in die Diskussion. Und da gab es genug Leute wie ein Bhakti oder ein Wodak oder
ein Streeck auch und so. Man hätte ein vernünftiges Gremium an Menschen zusammenpacken können, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, wo auch verschiedene Meinungen mit dabei sind und die dann Entscheidungen treffen, die für uns Menschen am besten sind. Weißt du, was ich meine? So. Und das wurde von Anfang an nicht getan. Und das werfe ich auch der Politik und allen Politikern vor. So, weil das muss passieren, wenn es um so eine Sache geht. Aber eins war klar. Ja, man hätte so viel Schäden, so viel vermeiden können auch, ne? Wenn man das einfach menschlich gemacht hätte und nicht so, ja, so typisch politisch, weißt du? Setzt du Lauterbach in eine Sendung ein, hast du am nächsten Tag eine fette Schlagzeile, weil er mit Sicherheit wieder vor irgendetwas warnen wird. Dann hat er noch am Rande Oster vergangenen Jahres die spanischen Ärzte und Virologen mal eben für komplett sachunkundig erklärt. Die Zahlen würde er überhaupt nicht glauben, da würde nur geschummelt. Warum ist er Gesundheitsminister geworden? Weil er zu den bekanntesten, populärsten Politikern gehört, das stimmt, weil ihn sozusagen das Votum der Fernsehzuschauer ins Gesundheitsministerium getragen hat. Mm. Es hatte schon seinen Grund, warum Karl Lauterbach nie ein Regierungsamt inne hatte. Und wenn er meint, das sei jetzt die Lösung, ich bin einer der Kandidaten, nicht nur, weil ich über 60 bin, sondern in wenigen Tagen werde ich ja 70. Lieber Karl Lauterbach, nach 2 Jahren bin ich erkrankt. Einen Monat nach meiner 4. Impfung. Nun kann man, ich bin 4-mal geimpft. Nun kann man natürlich sagen, ja, es war kein schwerer Verlauf, was auch stimmt. Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Er redet einfach mit Klammern und so. Was ist los mit dem Cousin? Wolfi, Klammer erinnern, man. So zu tun. Ich habe immer Impfung verstanden, sterile Immunität. Wenn du dich dagegen impfen lässt, dann kannst du nicht mehr daran erkranken, jedenfalls im Regelfall. Das stimmt schon lange nicht mehr. Herr Bosbach, ich glaube, Sie haben, also alle sitzen hier zustimmt. Herr Scheier ist jetzt wahrscheinlich auch schon ins Lager Lauterbach rübergewechselt, vom Lauterbach-Lager weg zu Ihrem Lager rüber. Ich glaube, dass Herr Bosbach meine These einfach nur noch mal unterstrichen hat. Wer Normalität will, sollte sich besser impfen. Ganz einfach. Genau, das war der Tenor, Alter. Ja. Er hat gerade gesagt, dass er sich impfen lassen hat, trotzdem erkrankt wurde. Also sein Tenor war eher, dass Lauterbach halt gerne zum Alarmismus neigt und dass er das nicht gut findet. Indem er gesagt hat, er hat einen milden Verlauf gehabt. Nein, das hat er nicht. Da hat Herr was sagen. Moment, da hat Herr Schaar ja recht. Okay. Ich bin kein Impfgegner. Ja, ich bin ein Gegner eines Impfzwanges. Ja, das teile ich. Und das zu Herr Lauterbach teilen Sie auch, was Herr Bosbach gesagt hat. Den Impfzwang. Mhm. Da lässt er sich in nicht Ordnung. Er lässt nee, sich nicht wollen wir nicht darauf antworten. Auch das ist okay. Und wir sind natürlich so weit, dass wir jetzt mittlerweile uns einmal auseinandersetzen müssen mit der Drosten-Regel, die ja sagt, am besten schütze ich mich, wenn ich 3-mal geimpft bin und 3-mal infiziert, am besten schwer. Dann bin ich wahrscheinlich, so Drosten-Originalton, für mehrere Jahre gut geschützt. Bro. Warum redet keiner von genereller Gesundheit, Sport, Ernährung und diese ganzen Sachen? Mentale Stärke, Mindset, das ist doch voll wichtig. Weißt du, was ich meine so? Gerade was Thema Krankheiten und so angeht. Aber nee, es muss natürlich ein Medikament geben und es muss natürlich damit auch krass viel Milliarden Umsatz gemacht werden. Sonst bringt das nichts. Was das jetzt mit der 4. Impfung bedeutet, ob ich mich jetzt auch noch danach nach Drosten ein 4. Mal infizieren muss, auch am besten schwer, um dann für mehrere Jahre geschützt zu sein, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, Lauterbach und sein Haus sollte sich mal intensiv auseinandersetzen mit den kritischen Studien. Sie sollten den Mut haben, diese kritischen Studien auch zu der 4. Impfung zu besprechen, zu bewerten und den Menschen zu sagen, was es damit auf sich hat. Denn in diesen New York Times ist ja auch... Von Anfang an, wie ich gesagt habe, ein vernünftiges Expertengremium, wo alle Meinungen mit einbezogen werden, alle Studien mit einbezogen werden und dann eine vernünftige menschliche Entscheidung getroffen wird, die unserem Volk am besten tut. Das hätte uns am besten getan. St. Pauli-Nachrichten, um mal mit Lauterbach zu sprechen, der solche kritischen Studien ja immer nur verunglimpft dann auch. Da steht ganz klar drin, dass die über 60 in der Regel nichts davon haben. Und
Ich finde es einfach unredlich, wenn man solche Kritik ausblendet, sie wie den Virologen, der wie gesagt von Bild hier zitiert worden ist, verächtlich macht, nur weil einem die Meinung nicht passt. Das ist, kann man vielleicht machen als Abgeordneter in Talkshows, aber nicht mehr als Minister. Bella Ander heißt er, war Ex-Regierungssprecher. Cooles Video. Interessant.